Name ist René Unger Wagner und wir reden über heute wieder um Corona. Ja, irgendwie kommen wir auch nicht weg von diesem Corona. Es ist schon fast ein Jahr, dass es hier in Deutschland so dermaßen Corona ist. Ja, auf jeden Fall gibt es neue Regelungen ab morgen. Ab morgen sollte man die FFP2 oder diese Krankenhausmasken anziehen und die Geschäfte bleiben weiterhin geschlossen, so wie Schulen außer Klasse 1 bis 6. Berufsschulen, die im Abschlussjahr sind, werden Klausuren geschrieben, so wie Q12, Q13 und so wie auch Abschlussklassen. Und in NRW, glaube im Land NRW, ich habe es auf jeden Fall gelesen, ich weiß jetzt nicht, wie bei euren anderen Bundesländern sind, auf jeden Fall hier im Land NRW ist es so, dass hier das Alkoholverbot ein bisschen gelockert wurde. Vom 23 Uhr bis 6 Uhr darf man nicht mehr Alkohol verkaufen. Das ist schon mal eine kleine Verlockerung, ganz, ganz klein. Und ja, auf jeden Fall, sonst ist alles so geblieben wie im letzten Lockdown. Nur eine kleine gute positive Nachricht, so wie auch dass der zweite Haushalt nur eine Person, so wie hier in NRW, ein Kind mitnimmt. Manche Bundesländer dürfen keine Haushalte oder keine Kinder mitnehmen. So, na gut, dann fangen wir mal an mit den Corona-Zahlen. Der 7-Tages-Inzidenzwert sind 111,1. Das ist schon mal weniger als vorige Woche. Ich weiß jetzt, glaube, kleinen Kopf. 7-Tages-Fallzahlen 92.427. Letzte Woche Sonntag waren es über 100.000. 12.257. Das sind schon mal weniger als letzte Woche. Da waren es, glaube ich, 15.000, 16.000. Insgesamt 2.134.936. Sinken wird das jetzt nicht die 2 Millionen, bla bla bla. Aber die Covid-Fälle können sinken. Aber es konnten wieder hochkommen. Es wurde schon hier in Deutschland dieses neuartige Coronavirus, das vom Großbritannien oder Südafrika, ich weiß es nicht, welches genau das ist. Auf jeden Fall, Todesfälle sind auch ein bisschen mal runtergesunken. 349. 51.870 insgesamt. Aktive Corona-Fälle wären es minus 100, sind, glaube ich, mehr als minus 100 in den letzten 7 Tagen. Ja, letzten Sonntag. So, 275.700, das ist schon mal auch eine positive Nachricht. Endlich mal unter 300.000. So, Covid-Genesung 12.000, 1.800.500, das ist super. Jetzt gucken wir mal an, wo jetzt ein Debakel ist. Also, wir fangen mal mit Norden an. Schleswig-Holstein, zwischen Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen ist auf der La Stufe leicht rote Stelle und ja, zwischen, ja, bitte. Schleswig-Holstein hat 96,2, Niedersachsen 85,6, Hamburg 82 und Bremen hat 75,2. Ja, wo Bremen, glaube ich, das niedrigste Senkwert hat. Ah. Wo das Bremen niedriger Senkwert hat. Und dann, ja, im
genauen Westen, genau, also Nordwesten haben wir ja Niedersachsen, im Westen haben wir Nordrhein-Westfalen, ja, noch Stufe dunkelrot, aber Nordrhein-Westfalen entwickelt sich auch besser in 104,0, 104,9, so. Im Rheinland-Pfalz, so etwas südlicher Westen, ja, ist auch eine Brücke zu Baden-Württemberg, auch Stufe hellrot. Im Rheinland-Pfalz hat 96,2, Baden-Württemberg hat 90,3, hat Bremen das niedrigste. Jetzt kommen wir zu den Süden. Zu Südost, Bayern 108,6, zu Hessen in der Mitte sind es gerade mal 112,8 und Thüringen, ja, 207,6, das ist, glaube ich, das höchste, ja, ist sogar das höchste. Dann kommt Sachsen in den Osten, weiter in den Osten hinein, Sachsen-Anhalt. Der Grenzung von Sachsen und Thüringen von Norden hat 197,7, das ist der zweithöchste Wert von Deutschland. Dann Brandenburg 167,4, Mecklenburg-Vorpommern hat gerade mal ja, 106,3, Berlin, die Bundeshauptland oder Bundes Hauptstadt hat 109,8. Es könnte jetzt in den nächsten 7 Wochen gut ändern, es könnte aber auch schlecht ändern. Also ich weiß es nicht ganz genau, wie es sich verändert. So, aber wir haben wieder, oh, wir haben auch wieder hier Tabellen. So, ich muss mal eben so mich verschieben. So, wir haben wieder Tabellen, 0 bis 4 Jahre. 0 bis 4 Jahre sind gemeinlich 18.925. Weiblich 17.001. Entschuldigung, der bimmelt mein Tee. Okay, es hat doch nicht gebimmelt. Ich habe einfach nur diesen nicht richtig die Ladestation reingemacht. So, wo waren wir? Bei männlich 18.925, weiblich 17.731. Bei 5 bis 14 Jahren sind es etwas höher. Ja, sind es 61.665 bei Männchen. Bei den weiblichen sind es 56.558. Bei 15 bis 34 Jahre sind es gerade mal bei männlich 306, 231. So, bei den weiblichen sind es 311, 592. 35 bis 59 Jahren 378. 378.374. So, weiblich ist es wieder höher, 426.437. Bei männlich bei 60 bis 79, 160, 224. Bei weiblich 163.778. Ja. Und hier bei männlich über 80, 70.312. Und weiblich 143.336. Also, was wollen wir sagen? Frauen, es könnte mehr sein, dass die Frauen haben, aber früher hatte man das gedacht, also früher hatte man das auch noch eine Studie gemacht und früher war es mehr Männer als Frauen. Heute ist es irgendwie umgekehrt, dass es Frauen mehr haben. Und ja, auch einzelne Kreise ungefähr zwischen 20 bis 25 Kreise haben schon unter 50, ja, unter 50 Fälle, also unter 50 Fälle, also pro
pro 1000 Einwohner und das ist schon mal positiv. Also positiv ist auch noch ein bisschen negativ. Wir haben ja über 400 Kreise, Städte und ja, als was wäre, was ist das der, also der schlimmste Schwach, also der schlimmste Punkt ist die Osten, der Westen beruhigt sich. Ja, wir hoffen, dass auch nächste Woche ein bisschen besser ist und bleibt zu Hause, dass wir auch bald wieder alle draußen gehen, shoppen, Kirmes, Volksfeste, lasst euch bitte auch impfen, aber lasst erst die älteren Leute durch, die über 18-Jährigen, ja, ich weiß, ist der Impfstoff knapp, aber lasst bitte erst die alten Leute impfen als die jungen Leute. In Indonesien ist es so passiert, dass die ersten jungen Leute geimpft werden. Das verstehe ich nicht. Das ist eigentlich kein Grund dazu. Und ja, alte Leute haben kürzeres Leben als junge Leute. Die haben viel länger das Leben. So. Ja, ab nächste Woche Sonntag, wie normal geplant. Oder warte, nächste Woche Sonntag, ich muss mal einmal gucken. So, oder habe ich schon. Ja, ab nächste Woche Sonntag ist alles okay. Der Mainmarkt wird ab nächste Woche. Warte mal, wir haben den. Ja, Mainmarkt nächste Woche normal noch. Aber übernächste Woche wird der vertauscht. Auf den Donnerstag verlegt, weil am 27., weil ich den Wochentag vom 27. monatlich ja mache. So, ja, und am 27. gibt es dann auch die ja, Impfung, also Impfungen. So, das monatliche Impfprozedere. So, und auch. Dann auch wöchentlich gibt es dann auch das Prozedere, aber in kleinem Format. So, das war's. Bis zum nächsten Mal, eure Neon-Wagner.